Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarl-Laila. Ausgezeichnet, ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir falschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Ich bin hier. Ich bin ziemlich beschäftigt. Braucht ihr etwas oder kann ich weiterarbeiten? Ihr seid verrückt. Wie könnt ihr es wagen, solch eine Anschuldigung vorzubringen? Wenn sich herumspricht, dass ich mit ihr im Bett war, hat in der Brauerei keiner mehr Respekt vor mir. Nehmt das Zeichen, wenn ihr es wollt. Es ist die Mühe sowieso nicht wert. Gut, vielleicht kann ich dann ja zurück an die Arbeit. Hey, schaut mich nicht so an. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Und was, wenn ich ein Problem habe? Ich weiß, wie ich damit umgehe. Dank euch für... Kann ich euch helfen? Habt ihr die Kaufvereinbarung schon nach Markarth gebracht? Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Ich würde niemals mit jemand anderem als meiner guten Frau Drifa schlafen. Es war doch nur eine Nacht. Ich glaube, sie hat mir etwas in mein Getränk geschüttet. Ich war seither nicht einmal mehr in der Herberge. Nehmt das verdammte Ding einfach. Ich will es nie wiedersehen.
Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Enttäuscht uns nicht. Ihr seid also der neue Rekrut. Es sieht so aus, als ob wir uns gut miteinander vertraut machen müssen. Ich bin hier unten der Hehler. Wenn ihr etwas habt, das euch nicht wirklich gehört, zahle ich dafür. Abzüglich eines kleinen Gildenanteils, versteht sich. Ab und zu kann ich für eine kleine Gebühr auch einige für unsere Branche nützliche Dinge anbieten. Natürlich. Wie wäre es, wenn ich euch von Heuler niederschlagen und in die Zisterne werfen lasse? Ich bin schon lange im Geschäft und habe alles gesehen. Ihr könnt auf hart machen, auf intelligent, was immer ihr wollt. Letzten Endes interessiert uns hier unten nur, wie viel Gold ihr uns einbringt. Gut, dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier ist eure Rüstung. Sorgt dafür, dass ihr sie gut nutzt. Ihr könntet mit Delvin oder Vex sprechen, wenn ihr Arbeit sucht. Wenn ihr trainieren möchtet, ist das hier unten auch möglich. Delvin, Vex, Niruin und Vipir können euch helfen. Also gut. Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge unmissverständlich klarstellen. Zum einen, ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Und zum zweiten, ihr folgt meinem Beispiel und tut genau, was ich sage. Keine Fragen, keine Ausflüchte. Dann verstehen wir einander ja. Gut. Jetzt ist es Zeit, dass ihr Erfahrung sammelt und ich will keine Zeit mit Nebensächlichkeiten vertrödeln. Ich will nichts beschönigen. Es geht uns hier unten nicht gut. Wer weiß. Der alte Delvin glaubt, es sei ein Fluch im Spiel. Ich glaube, er ist verrückt. Wenn ihr mich fragt, dann ist das einfach bloß Pech. Ihr könnt uns da draußen wieder einen Namen machen. Dafür sorgen, dass sie uns fürchten. So wie früher einmal.
Und dabei könnt ihr auch gleich ein wenig Geld verdienen. Das ist doch kein schlechtes Geschäft, was meint ihr? Es ist schon eine Weile her, seit ich einen davon gesehen habe. Das ist ein Stein von Barensia. Nicht in diesem Zustand. Den Stein hat ein Dieb aus der zeremoniellen Krone Barensias entfernt, um seine Spuren zu verwischen. Ich glaube, es waren insgesamt 24. Die meisten Leute bewahren sie nur als Kuriosität auf. Im Laufe der Jahre haben einige Gildenmitglieder versucht, sie zu finden, aber ohne Erfolg. Nun, bis jetzt. Hört zu, ich kann nur Dinge kaufen, die ich schnell mit Gewinn weiterverkaufen kann. Und diese Steine will niemand haben, wenn nicht der ganze Satz beisammen ist. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn ihr auch die restlichen gefunden habt. Sonst behaltet ihn. Vielleicht bringt er euch Glück. Das stimmt. Dieser Taugenichts von einem Waldelfen, der ist viel schlauer, als ich erwartet hatte. Könnt ihr es fassen, dass dieser Mistkerl seine Wachen mehr als verdreifacht hat? Es müssen 8 von ihnen dort drinnen sein. Als wollte er uns herausfordern, zu kommen und ihn zu holen. Nun, es gibt einen alten Abwassertunnel, der sich auf der nordwestlichen Seite der Insel in den See ergießt. So bin ich dort hineingelangt. Sicher ist er immer noch unbewacht. Wenn ihr je etwas, was ihr bei der Arbeit gefunden habt, schnell zu Geld machen müsst, ist Tonilia der beste Hehler weit und breit. Und außer mir können euch auch Devin, Niroin und Vipir beim Üben und Verbessern eurer Fertigkeiten helfen. Macht ihr Witze?